Rapid Wien. Ich verstehe, also gibt es nicht, aber unglücklich oder nicht. Auf jeden Fall Sieger, Rapid Wien, herzliche Gratulation, Sarah Pasic. Dein Fazit zum Spiel aus einer heute zum Schluss ungewohnten Position. Ja, es war sehr emotional, sehr kampfbetont, das Spiel. Ich will gar nicht so näher auf die Analyse jetzt eingehen. Ich bin einfach nur froh, dass wir Siegestor geschossen haben, nachdem wir sehr spät das Ausgleichstor hinnehmen mussten. Und möchten der Mannschaft natürlich zur Teamleistung gratulieren. Das war heute nicht so einfach, aber ja, wir haben gezeigt, dass wir ein gut funktionierendes Team haben und dass wir eine Mannschaft haben mit sehr viel Potenzial, das natürlich ausgebaut gehört. Und schlussendlich ist es für mich nur wichtig, dass wir heute gewonnen haben mit einer sehr guten Leistung gegen einen sehr, sehr starken Gegner. Adi, dann noch ein Blick auf die 94 Minuten. Ich will die kurz fassen. Sebastian. Nach den letzten 7 Europacup-Spielen war es jetzt die 4. Niederlage bei 3 Unentschieden und nur einem Sieg. Das tut sich offensichtlich die Mannschaft nach diesen Europacup-Spielen schwer. Ich habe selber gesagt, auf die ersten 20 Minuten hat die Mannschaft überhaupt nicht gespielt. Es ist fast schon ein Phänomen, es ist passiert in der uns. Einfach noch nicht so gut schaffen, dass man nach einem sehr erfolgreichen Europa-League spielt, dann in der Meisterschaft einfach nicht so in die Spur kommen, wie es sein soll. Die Lage ist das für mich ganz klar, hier anzusetzen. Da müssen wir uns im Frühjahr auf alle Fälle steigern. Aber es war Rapid heute, habe ich im Vorfeld schon gesagt, einfach die beste Mannschaft mit Giorgio Astra, obwohl die Mannschaft am Donnerstag viele Sachen umgesetzt haben, was wir verlangt haben. Heute die ersten 20 Minuten überhaupt nicht. War schon die halbe Mannschaft anders wie im Vorjahr. Ja, das hat ja mit dem jetzt überhaupt nichts zu tun. Wir haben sieben frische Spieler gehabt. Ja. Wir haben einfach nicht das umgesetzt, was wir am Donnerstag gezeigt haben. Rapid ist viel, viel besser im Spiel gewesen am Anfang wie wir. Und das gilt es ganz klar zu kritisieren, dass wir im letzten Spiel vor einer tollen Kulisse es nicht geschafft haben, von Anfang an den Gegner unter Druck zu setzen. Dass es nicht, wie viele immer glauben, den 1-Anzug gibt und den 2-Anzug, bei mir gibt es keinen 1 und 2er. Ich finde einfach, dass es gut ist, dass wir junge Spieler haben, die einfach auch Druck machen. Und deshalb ist es auch dann fürs Frühjahr für mich als Trainer sehr, sehr wichtig, dass ich einen guten, gesunden, offenen Konkurrenzkampf habe. Sebastian. Die Mannschaft hat gerade nach dem Ausgleich von einem irrsinnigen Willen entwickelt. Das hat man gezeigt, haben wir einfach gesehen. War es vielleicht ein Fehler, dass sie dann noch dieses 2-1 wollte? Oder dass man einfach sagt, okay, ich bin jetzt mit dem nichts zufrieden. Nein, ich glaube, die Mannschaft hat trotzdem versucht, taktisch diszipliniert weiterzuspielen. Das Einzige, was mich ärgert in der allerletzten Situation bei Martin Hinteregger, ich weiß jetzt nicht, ob es ausführend war oder nicht. Taktisch war vielleicht, dass der Stefan Inzak noch im letzten Moment rausgegangen ist, als Innenverteidiger hinaus zu attackieren. Und dann genau ist der Ball super gespielt worden von Rapid in die Schnittstelle. Und vielleicht ist er da möglicherweise im gelaufen sind, sondern ich wäre mit dem Punkt zufrieden gewesen, auch die Mannschaft, aber wenn es Situationen gibt, wo man wieder nachher fertig spielen kann, da bin ich schon der Meinung, sollte man versuchen, trotz allem noch auf Sieg zu spielen. Alexander. So geht's, also ich habe zwei ganz prekäre Situationen gegeben, das eine Mal nach dem Aus gegen Helsinki und jetzt vor ein paar Wochen nach der Niederlagenserie in Gröbig. Warum passiert das dann irgendwas in der Mannschaft, wo dann genau dann auch die besten und kämpferischsten Leistungen abgerufen werden? Und das
dann einfach nicht auf längerer, auf konstanter Ebene möglich ist. Da muss man dann schon differenzieren, wenn man das Spiel jetzt hernimmt gegen Alltag, wenn man ab der zweiten Minute dezimiert, ja, kriegen dann ein Tor aus 120 Meter. Und dann war das Spiel gegen die Austria, wo wir die ersten 20 Minuten verschlafen haben, aber insgesamt gesehen waren wir die bessere Mannschaft und ja, haben einfach blöde Tore bekommen. Und in Gröding war es einfach ein sehr, sehr schlechtes Spiel von uns. Das war das einzige sehr, sehr schlechte Spiel in dieser Saison von uns. Und ja, danach war es so, dass sie die Mannschaft zusammengerauft hat und dass sie trotzdem den Glauben an sich nicht verloren hat, auch nicht an die Spielidee oder an die Spielphilosophie. Und hat dann in weiterer Folge gegen die Neustadt, auch gegen den WRC, wo wir gewinnen hätten müssen. Und auch heute, wo wir natürlich glücklich gewonnen haben, weil wir in der letzten Minute das Siegestor erzielt haben, aber so wie es Dani schon gesagt hat, glaube ich nicht unverdient. Aber ja, es ist einfach geprägt gewesen in diesem halben Jahr von Ups and Downs. Wir waren von Anfang an nicht so eingespielt. Die Mannschaft muss sich erst zurechtfinden, muss erst zusammenfinden. Es gibt viele Dinge, die noch nicht so automatisiert wurden und das dauert alles seine Zeit. Ich gebe jetzt nur ein Beispiel, wenn du bei Barcelona 5 Spieler verkaufst, an Iniesta, an Busquets, an Xavi, an Messi und also Neymar, dann funktioniert das wirklich auch nicht sofort. Das heißt, dauert halt, braucht ein bisschen Anlaufzeit, aber die Mannschaft hat gezeigt, wie viel Potenzial in ihr steckt und dass sie aber vor allem zusammenhält in schwierigen Phasen. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, dass die Mannschaft gerade dann zusammenhält, wenn es nicht so läuft. Der das spricht für den Charakter. Die dritte Heimniederlage, 10 Spiele, das ist schon mal relativ gut für den Führer. Das dritte Mal hat er zum Rückstand aufgeholt und das dritte Mal in der letzten Minute, also in den letzten Minuten noch ein Gegentor bekommen. Das ist nur Zufall. Irgendwie weiß ich nicht, wenn es dreimal so ist, dann ist es vielleicht kein Zufall. Das ist vielleicht die Konzentration, ein bisschen da in der letzten Sekunde da sein müsste, vielleicht nicht da ist, aber man muss jetzt das heutige Tor dann auch noch sehen, dass er einfach richtig gut fertig gespielt wurde von Robi mit einem super Stangenpass. Bewegung von Beric auf die erste Stange. Ich habe ja vorhin schon gesagt, wenn man die Herbstsaison Revue passieren lässt, dann ist es trotzdem eine ordentliche Saison gewesen, wir dürfen es nicht vergessen. Den Zug geht es auch später, dass ein paar Spieler weggegangen sind, gute und neue gekommen sind. Auch wir haben viele neue Spieler integriert, wir haben einen der besten Spieler mit Sadio Mané verloren. Und trotzdem kann man mit der Herbstbilanz durchaus zufrieden sein. Ich bin natürlich nicht ganz glücklich. Sind wir 8 Punkte vorne, wir sind in der Europa League sogar weitergekommen und haben im Kampf sind wir auch weiter und wir haben viele junge Spieler eingebaut, sehr viele junge, die bei Liefering noch im Herbst teilweise gespielt haben und wir haben viel Verletzungssorge gehabt, deshalb muss man das dann auch differenzieren und auf der einen Seite sagen, ordentliche Saison, nicht ganz zufrieden und ich bin mir ziemlich sicher, dass wir früher richtig gut aus der Stadt kommen. Kai? Verbannung auf die Tribüne, warum? Was hat der Schiedsrichter gesagt? Schiedsrichter hat gesagt, ich soll auf die Tribüne. Warum? Ich habe Handspiellecker mit. Sebastian. Ich frage den Zocki. Robert Peric hat sein 13. Tor heute gemacht. Wieso funktioniert der bei dir, bei euch und Häuser besser wie bei Sturm Graz? Man darf nicht vergessen, dass er bei Sturm 11 Tore geschossen hat und 10 aufgelegt hat. Robert Peric ist ein, abgesehen davon, dass er ein guter Spieler ist, dass er flexibel einsetzbar ist, dass er ein sehr kluger Spieler ist, hat einen sehr, sehr tollen Charakter und er fühlt sich einfach bei uns, in unserem Verein und in unserer Mannschaft sehr wohl und er weiß, was er an seine Teamkollegen hat und wir wissen auch auf der anderen Seite, was wir an ihm haben und er wird sich auch noch verbessern müssen, so wie alle anderen. Er ist noch immer nicht dort, wo er sein wird, wo er hinkommen kann. Stefan. Jetzt habt ihr heute über eine Stunde muss mit einem Gegner spielen, wie man vor 10 Zentimeter Fahrt in der gegnerischen Seite. Und ein Spieler, der schon verwarnt war, oder dann hat er mal ein letztes Wort auch noch vor dem anderen Mann. Das ist immer die Frage, wenn ich total überflüssig
finde ich eher überflüssig, diese Frage. Adi, wie hast du die Situation gesehen mit einem Adio gegen Berit? Schon ist überhaupt Geld für dich im Prinzip den Ball gespielt, ne? Ja, es ist ja Berit ist ein guter Stürmer, der vor Kürze seinen Körper sehr gut einsetzt, andere hat versucht, ihn zu stören. Wir haben natürlich auch eine aggressive Spielweise und kann es dann immer wieder mal vorkommen, dass Fouls entstehen. Ein guter Spieler und ich habe die gelb-rote Karte von Zahlen überzogen gesehen. Gut, dann bedanke mich fürs Dabeisein. Ich wünsche dir bis dahin bequem und einen Weihnachtsfrieden für uns. Gibt es morgen noch eine?